Ja, meine sehr geehrten Stadträtinnen und Stadträte, verehrte Damen und Herren, auch am Livestream. Wir werden sicherlich heute noch einiges zur aktuellen Corona-Situation hören. Gestatten Sie mir dennoch, dass ich einige Punkte und Themen schon jetzt im Bericht des Oberbürgermeisters anspreche. Mit der Einführung der Tagesbriefe haben wir gewährleistet, dass die wichtigsten kommunalen Belange bei der Pandemiebekämpfung unmittelbar an Sie, an den Stadtrat gegeben werden, informiert werden. Die sinkenden Fallzahlen in Dresden und Sachsen zeigen deutlich, dass der Lockdown, man muss sagen, nun endlich seine Wirkung zeigt. Dies war auch dringend erforderlich, denn die Sterberate und auch die Krankenhauseinweisungen haben im Dezember und auch im Januar ein bis dato unbekanntes Ausmaß erreicht. Ich glaube, angesichts der Bilder aus dem Krematorium Tolkewitz sollte jeden, auch hier im Saal, der Ernst der Lage und die unheilvolle Wirkung von Covid-19 bewusst geworden sein. Corona hat bis zum heutigen Tag in Dresden allein 676 Todesopfer gefordert. Damit ist die Pandemie unbestreitbar die größte Katastrophe in unserer Stadt seit 75 Jahren. Diese Tatsache vergessen wir leider viel zu häufig bei der Diskussion um Verordnungen, Zuständigkeiten, Verschärfungen und Lockerungen. An dieser Stelle habe ich bereits mich mehrfach bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsamt, dem medizinisch-pflegerischen Personal in Kliniken und Pflegeheimen bedankt. Dieser Dank gilt natürlich unvermindert. Ich will aber heute vor allem den Beschäftigten im städtischen Friedhofs- und Bestattungswesen sowie den Bestattern selbst ausdrücklich danken und Mut zusprechen. Was dort unter belasteten Rahmenbedingungen geleistet wird, verdient Respekt. Frau Jenichen und ihren Mitarbeitern ist es gelungen, durch die Erweiterung von Lagerkapazitäten und der Nutzung anderer Krematorien die Situation zumindest zu stabilisieren. Und ich will auch ausdrücklich den Dank deswegen nochmal unterstreichen, weil wir nicht nur versucht haben, für die Stadt Dresden die Herausforderung zu lösen, sondern gerade Frau Jenichen hat sich sehr, sehr darum bemüht, auch mit den umliegenden Landkreisen, die nicht über Krematoriumskapazitäten verfügen, diese nicht leichte Aufgabe zu lösen und hier nicht zu einer weiteren Zuspitzung zu kommen. Gerade im Sinne der Hinterbliebenen ist es enorm wichtig, dass wir hier achtsam bleiben. Meine Damen und Herren, mit dem heutigen Tag hat der Freistaat Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft gesetzt. Die wesentlichsten Änderungen haben Sie sicherlich den Medien entnehmen können. Dies betrifft insbesondere das Tragen von medizinischen Masken. Selbstverständlich haben wir innerhalb der Stadtverwaltung als Arbeitgeber, mit dem Sachgebiet Arbeitsschutz unmittelbar eine interne Prüfung vorgenommen. Dabei wurden die Bereiche erfasst, bei denen das Tragen einer medizinischen Maske notwendig sein wird. Beispielhaft möchte ich die Schulsekretariate, das Ordnungsamt und das Jugendamt nennen. Im Ergebnis werden nun neben unseren vorhandenen Beständen weitere 10.000 FFP2-Masken bestellt und an die Kolleginnen und Kollegen verteilt. Der Freistaat hat uns gleichzeitig mit der Corona-Verordnung aufgefordert, das Thema Alkoholverbot für die Bürgerinnen und Bürger zu regeln. Dies haben wir mit einer neuen Allgemeinverfügung getan, die heute bekannt gemacht wurde, gestern von mir unterzeichnet worden ist. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung macht aber auch deutlich, wie klein der Bereich ist, in der die Kommunen selber Regelungen treffen können. Anders als zuerst verlautbart, können die Kommunen keinen Einfluss auf die sogenannte 15-Kilometer-Regelung nehmen. Auch bei der Frage, die bestehenden Ausgangsbeschränkungen aufzuheben, sind die kreisfreien Städte und Landkreise davon abhängig, wie sich die Inzidenz im Freistaat insgesamt entwickelt. Und insoweit darf man auch als kleinen Zwischenton
fragen, ob es sinnfällig ist, dies auf die kommunale Ebene in der Verantwortung zu delegieren. Was aus meiner Sicht aber wesentlich problematischer ist, ist die Tatsache, dass viele Stellungnahmen, Forderungen der Kommunen wiederum nicht den Weg in die Corona-Schutzverordnung gefunden haben. Und ich bewundere da immer, das sage ich ganz ehrlich, Frau Dr. Kaufmann und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit wirklich Nachdruck daran arbeiten, Stellungnahmen abzugeben, was mit einfließen lassen soll in die Corona-Schutzverordnung über den SSG als bündelndes Organ. Dies betrifft beispielsweise die Jugendämter, die nachdrücklich dafür plädiert haben, dass auch Kinder mit sozial-emotionalen Behinderungen in die Notbetreuung aufgenommen werden. Auch Hausbesuche im Bereich Hilfen zur Erziehung durch den ASD sind nach wie vor unzureichend geregelt. Zu nennen wäre hier auch das Thema Click und Collect, was trotz der Intervention des SSG in Sachsen verboten bleibt. Die Corona-Schutzverordnung hat sich mit Blick auf das Versammlungsrecht nicht geändert. Für Dresden wird dies bedeuten, dass zum Beispiel am 13. Februar Versammlungen mit bis zu 1.000 Teilnehmern möglich sein werden, wohingegen Familien sich nur mit einer weiteren Person treffen dürfen. Die demokratische Zivilgesellschaft ist in dem vergangenen Jahr eindrucksvoll gelungen, die Deutungshoheit über diesen Tag zurückzugewinnen. Damit meine ich vor allem, aber nicht nur, die Menschenkette, das dezentrale Gedenken und die Arbeitsgruppe 13. Februar. In diesem Jahr stehen wir daher tatsächlich mit dem Dilemma, Infektionsschutz und demokratische Gedenkkultur zu vereinbaren und gleichzeitig die Bilder des Tages nicht den Radikalen und Gestrigen zu überlassen. Am kommenden Montag wird dazu die Arbeitsgruppe 13. Februar noch einmal beraten. Liebe Stadträte, ich bitte ausdrücklich, diese Punkte nicht als eine Generalkritik am Corona-Management von Bund und Ländern zu verstehen. Mir geht es vor allem darum, Ihnen als Räte ein Gefühl dafür zu geben, in welchem Spannungsfeld sich die Fachbürgermeisterinnen und Bürgermeister und ich bewegen. Die Bürgerinnen und Bürger verlangen zu Recht nach klaren und nachvollziehbaren Regelungen. Und sie haben auch ein Recht darauf, dass die erheblichen Einschränkungen, die der Staat im Moment durchsetzt, immer wieder hinterfragt werden müssen. Angesichts der sinkenden Fallzahlen ist der Ruf nach Lockerung daher verständlich. Schaut mal nach Großbritannien und die Entwicklung der Mutationen sollten wir aber auch keine Fehler des vergangenen Jahres wiederholen. Annette Binninger, Journalistin der SZ, hat es heute für mich gut auf den Punkt gebracht. Das Dilemma der Politik aber geht weiter. Der Druck wächst und ich habe in dieser harten Zeit nur ein ernst gemeintes tröstendes Wort für alle Verantwortlichen. Keine Sorge, wie immer ihr es macht, es wird falsch sein. Aber am Mut zur Entscheidung, an dem sollte es darum in den nächsten, vielleicht entscheidenden Pandemiewochen trotzdem nicht mangeln. In diesem Sinne hoffe ich vor allem auf sachliche Entscheidungsfreude und eine möglichst kurze Sitzung. Vielen Dank. So, damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt.